und herzlich willkommen zu einem weiteren Bindevideo. Heute zeige ich dir verspätet eine Eschenfliege für den Herbst und den Winter. Ein ganz einfaches, ganz zartes, feines Muster. Dazu habe ich einen Trockenfliegenhaken hier der Größe 16 eingespannt. Als Bindefaden benutze ich einen UTC 70 in Schwarz. Ich beginne mit der Grundwicklung. Und binde ein Stück holographisches Tinsel ein. So. Hier in der Farbe Rot. Und bilde jetzt mit dem Tinsel hinten einen kleinen Tag. Überfange diesen mit dem Bindefaden ein-, zweimal und schneide auf Körperlänge ab. Ich drehe meinen Bindefaden auf, dass er schön flach wird und bilde mir einen Körper. In etwa bis zur Hälfte vom ersten Drittel. Eine CDC-Feder bündel ich, falte sie so zusammen, streife immer schön zusammen, schaue mir die Spitze an und diese etwa die Hakenlänge binde mit zwei Wicklungen fest und ziehe noch ein klein wenig zurück, sodass die alle schön eingebunden sind, die Fieberchen. Schneid mir den Rest kurz weg. Die Feder stelle ich auf, die Fibern, und mache ein, zwei Wicklungen hinter der CDC-Feder. Um diese aufzustellen, ohne möglichst ohne Fibern hier irgendwie einzufangen. Nun mache ich auch gerne einmal ein bisschen fuddelig hier, die ganze Geschichte heute. Was ist denn los? Ein bisschen drehen. Gerne einmal um den Post, also wie ein Parachute-Post gebunden, um die CDC einmal rum, um diese ein wenig zu falten. Schaut soweit ganz gut aus. Ihr könnt natürlich jetzt den Thorax hier fertig bilden mit dem Bindefaden, dann habt ihr eine super zarte, feine Fliege. Ich mag jedoch ein ganz klein bisschen Dubbing noch im Thoraxbereich. Aber zunächst mache ich noch den Körper hier fertig, indem ich, kleiner Trick, wenn die hier euch so störrig sind, Finger ein bisschen anfeuchten und zusammenkleben. Ich mache gerne noch den Körper hinten ein bisschen flach, konisch, auslaufend. Sieht einfach schöner aus. Ihr könnt jetzt den Bindefaden hier in dieser Phase lackieren und zum Schutz, ich lasse gerne Natur, weil dann hilft das Schwimmmittel besser einzuziehen in den Faden und bleibt ein bisschen besser hängen. Ein bisschen schwarzes Dubbing hier. Hens Blend, kleine Portion rausgeholt und diese schneide ich jetzt in 3-4 Portionen zurecht, weil die Fasern für die kleine Fliege viel zu lang sind.
Am besten so ein Kreuzschnitt und die vier Portionen dann zusammenlegen, ein bisschen mischen. Ganz normal dann auf dem Bindefaden hier aufspannen. Ja, ist schon, wird schon sagen, das ist zu viel. Einfach mal ein Stück nach unten wegziehen. Später kann man immer noch nach oben machen und in einer Achterwicklung bilden wir den Thorax. Das ist schon genug. Zarter Thorax. So. Nee. So, ich hoffe, man sieht's. Jetzt kommt schon auch der Kopfknoten drauf. Ein bisschen Fusselsches wegstrupfen. Da spürst du die Fliege auch noch ein ganz klein wenig aus. So, UTC. Immer mit zwei Kopfknoten zur Sicherheit. Also. Und jetzt klein wenig das Double noch rauszupüllen. Nicht so viel. Nur ein bisschen. Oben wegstreifen. So. Ja, hier ist ein bisschen, ja, hier ist ein bisschen zu lang. So. Einfach ein klein wenig stutzen. So. Und fertig ist eine ganz zarte, kleine, feine, in dem Fall eine 16er Trockenfliege in Schwarz. Gerade für Winter, Herbst an den schönen sonnigen kalten Tagen super Fliege. Ihr könnt natürlich auch eine Nummer größer binden. Hier habe ich sie in der Größe 14. Einwandfreie Fliegen, sehr schnell zu binden, super easy. So, ich hoffe, euch hat dieses Bindevideo gefallen. Bis so, machen wir die Fliege nochmal rein. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund, euer Marco.